und nicht Dino-Teller. Woher wir das wissen? Ist doch klar. Ich habe hier so eine kleine Umfrage gemacht und da haben ein paar Leute mitgemacht. Die Zahlen lügen nicht. Okay, unsere Umfrage ist natürlich absolut nicht seriös, aber genau das zeigt das Problem. Gefühlt überall online, auf jeder Website, draußen auf der Straße, überall werden wir nach unserer Meinung gefragt und es entstehen Umfragen. Daumen hoch. Oder doch eher Daumen runter? Wie kann man erkennen, ob Meinungsumfragen gut und repräsentativ sind? Und wie fällt man nicht auf schlechte rein? Das zeigen wir euch jetzt. Herzlich willkommen zu einem neuen Video Politbarometer to go. Und gleich zu Beginn könnt ihr uns in den Kommentaren schreiben, ob ihr Meinungsumfragen generell vertraut. So ganz nach eurem Gefühl. Ja? Nein? In drei Schritten gibt es hier alle Umfrage-Basics, die ihr wissen müsst. Erstens, wie sind professionelle Meinungsumfragen entstanden? Zweitens, wie erkennt man schlechte Umfragen? Und drittens, was macht gute Umfragen aus? Ganz entscheidend bei Umfragen ist, wer wird eigentlich befragt? Es kommt eben nicht nur darauf an, wie viele Menschen befragt werden, sondern auch darauf, dass die Befragten die Bevölkerung verhältnismäßig widerspiegeln. Das nennt man Repräsentativität. Im Extremfall kann sogar eine Umfrage mit weniger Leuten genauer sein als eine Umfrage mit mehr Leuten. Lass uns an dieser Stelle mal zusammen in eine Zeitkapsel steigen und ins Jahr 1936 in die USA reisen. Ich bin Geschichtsfan, ich finde sowas immer spannend. Also, es sind Präsidentschaftswahlen in den USA. Der Republikaner Landon tritt gegen den Demokraten Roosevelt an. Die Zeitung Literary Digest galt damals als nahezu unfehlbar, den Wahlsieger vorherzusagen. Schon fünfmal hatte sie den Ausgang richtig prognostiziert. Wie hat diese Zeitung das gemacht? Naja, sie hat Abermillionen Stimmzettel verschickt und sie hat Leute angerufen. Insgesamt 10 Millionen Menschen wurden kontaktiert. Genau genommen wurden Leute kontaktiert, die als Autobesitzer registriert waren. Und dabei kamen dann rund 2,4 Millionen Antworten heraus. Wow. Daumen hoch. Eben nicht. Kein Like. Die unfehlbare Zeitung irrte und sagte den falschen Sieger voraus. Sie prognostizierte Landon statt Roosevelt. Vielleicht könnt ihr euch auch schon denken, was der große Haken bei der Umfrage war. Nämlich, dass fast nur Autobesitzer befragt wurden. Die meisten, die sich damals ein Auto oder ein Telefon leisten konnten, waren eher Anhänger der Republikaner. Ein bisschen besser ist es bei einem findigen Sozialwissenschaftler abgelaufen, der damals die Demoskopiebühne betrat. George Gallup und sein damals neu gegründetes Meinungsforschungsinstitut gingen einen anderen Weg. Sie befragten weitaus weniger Menschen, rund 50.000, in Face-to-Face-Interviews und haben dabei aber versucht, darauf zu achten, dass die Auswahl der Personen die Gesamtbevölkerung widerspiegelt. Seine Prognose am Ende war richtig und für viele der Durchbruch der Quotenstichprobe. Wenn also das Stimmungsbild der Bevölkerung korrekt dargestellt werden soll, dann muss die Auswahl, die befragt wird, die Stichprobe, die Bevölkerung auch exakt abbilden, in den notwendigen Punkten. Also bei Dingen wie dem Bildungsgrad, beim Einkommen, beim Wohnort und bei vielen anderen Sachen. So, und jetzt zurück in die Gegenwart und zur Frage, wie erkennen wir unseriöse Umfragen? Spielen wir das mal durch. Los geht's. Ihr seid am Smartphone und lest euch auf einer Nachrichtenseite einen Artikel durch. Es geht um Klima- und Wirtschaftsminister Habeck und neue Klimamaßnahmen. In der Mitte des Artikels taucht eine Umfrage auf. Wir nennen den Anbieter mal Polly. Und jetzt werdet ihr auf einmal zum Klimaschutz befragt. Und da klingelt der Umfragealarm schon direkt. Das Problem nennt sich Selbstrekrutierung. Also die Auswahl wird direkt von den Teilnehmern bestimmt. Polly ist nicht auf euch zugekommen, hat sich nicht bei euch gemeldet, sondern ihr nehmt teil, weil ihr es einfach vorgeschlagen bekommt. Und zwar wie alle Teilnehmenden, die auf einem Nachrichtenportal für Nachhaltigkeit waren. Damit wiederum gehört ihr zu einer bestimmten Gruppe, die so wenig repräsentativ für die Gesamtbevölkerung ist wie alle Autobesitzer. Ihr interessiert euch generell schon fürs Klima, für Politik, dann seid ihr ja je nach Webseite auch jung und so weiter und so fort. Das grenzt euch ein und macht euch dann insgesamt nicht repräsentativ. Außerdem gerade bei so offen zugänglichen politischen oder umstrittenen Umfragen können solche Online-Umfragen auch schnell mal gekapert werden. Gruppen, Parteien oder Parteianhänger, die eine Umfrage zu ihren Gunsten entscheiden wollen, die helfen nach. Sie rufen dazu auf, an der Umfrage mit einer bestimmten Antwort teilzunehmen und können das Ergebnis damit massiv beeinflussen. Naja, und auch ohne Aufruf haben manche an bestimmten Themen eben mehr Interesse als andere. Wie das konkret zum Problem werden kann, das erklärt Herr Jung. Vor ein paar Jahren gab es eine Situation, da geht es um die Frage, soll die Sommerzeit oder die Winterzeit umgestellt werden. Da hat im europäischen Kontext wurde da eine freie Umfrage aufgesetzt, bei der jeder teilnehmen konnte. Dann war
Viele waren überrascht über die Ergebnisse, weil natürlich zum Beispiel die Landwirte, die ein großes Interesse haben, dass sie wegen ihrer Tiere nicht die Zeit umstellen wollen, sich da massenhaft daran beteiligt haben, während die Menschen, die ganz zufrieden sind mit der Sommerzeit- und der Winterzeitumstellung, überhaupt nicht auf die Idee gekommen sind, an der Befragung teilzunehmen. Wenn so etwas später nicht methodisch ausgeglichen wird, dann ist das ein Riesenproblem, um ein aussagekräftiges Stimmungsbild zu haben. So, und jetzt nochmal zurück zu Polly. Ihr habt jetzt vorhin 3 Minuten damit verbracht, diese Umfrage auszufüllen. Das sind genau 3 Minuten mehr, die ihr auf dieser Seite unterwegs wart, die ihr dort verbracht habt. Und wenn ihr ohne Umfrage dort gewesen wärt, wären es 3 Minuten weniger gewesen. Ihr wisst sicher, dass Dinge wie die Verweildauer hier auf YouTube, aber auch für Webseiten wichtig sind, um so in der Relevanz der Suchmaschinen aufzusteigen. Und solche Umfragen helfen natürlich und haben somit nicht nur einen, ich sag mal, wissenschaftlichen Nutzen, sondern auch einen wirtschaftlichen. Denn je länger man auf einer Seite ist, desto mehr Werbung bekommt man angezeigt und desto mehr bekommt der Betreiber der Seite. Auch das ist ein Kritikpunkt. Dafür hat Polly jetzt ein richtig tolles Umfrageergebnis. 92,96% der Bürger sind für massive Klimaschutzmaßnahmen. Da schreibt er nicht nur die Nachrichtenwebsite, sondern viele andere, denn so eine Schlagzeile klickt sich einfach gut. Die Umfrageergebnisse, die in große Buchstaben in eine Überschrift reinpassen, die sind sehr oft dann eben halt des Aha-Effekts oder des Aufhorchens und der Schlagzeile wegen gemacht worden. Da sollte der Umfragealarm dann sofort angehen. Die spektakulärsten, einfachsten Ergebnisse sind oft die kritikwürdigsten. Und wir merken auch immer wieder, wie viele Einschränkungen es bei seriösen Umfragen gibt. Bei unseren Recherchen für diese Videoreihe sprechen wir vorab ja immer mit der Forschungsgruppe Wahlen und die betont dann immer wieder, was man eben genau nicht aus einer Umfrage ableiten kann. Und wenn ihr dann stattdessen auf einer Seite ein Ergebnis seht und da auch noch Nachkommastellen angegeben sind, dann seid Es gibt eine vorsichtig. große deutsche Tageszeitung, deren Umfrageergebnisse werden mit Dezimalstellen veröffentlicht. Das ist natürlich angesichts von Fehlermargen von plus minus 3 Prozentpunkten, eventuell um den gemessenen Wert, totaler Unsinn, weil da eine Genauigkeit suggeriert wird, die keinen Sinn macht. Auch schwierig, wenn ihr seht, wer bei Polly zum Beispiel eine Umfrage in Auftrag gegeben hat. War es eventuell sogar ein Klimaschutzverein in unserem Beispiel? Also achtet da immer auf Interessenkonflikte. Das gilt übrigens auch für wissenschaftliche Studien. Manchmal stecken Unternehmen dahinter, die ein bestimmtes Ziel erreichen wollen. Also die Umfrage muss nicht unbedingt schlecht sein. Viele Auftraggeber sind da absolut neutral und an einem seriösen Ergebnis interessiert. Manche können beim Ergebnis aber auch nachhelfen. Zum Beispiel durch Suggestivfragen, die die Befragten schon in eine bestimmte Richtung lenken können. Wie zum Beispiel hier. Wenn ich damit starte, viele Menschen sind der Auffassung, das, was meinen Sie, dann bringe ich schon damit einen Touch rein, weil eine ganze Menge von Menschen eben auch sich daran orientieren, was eine Mehrheit oder so will. Okay, so viel jetzt zu den schlechten Umfragen, aber kommen wir jetzt mal zu den Dingen, die gute Umfragen auszeichnen. Wie erkennt man jetzt diese Repräsentativität und Seriosität? Eines vorweg, selbst für Profis ist das ab und an nicht einfach. Das ist beruhigend, hilft uns natürlich aber erstmal nicht so wirklich weiter. Aber keine Sorge, es gibt da einige Punkte, die ihr beachten könnt. Das erste ist zum Beispiel die Auswahl der Befragten, die dahinter steckt. Wir haben ja vorhin schon die Selbstrekrutierung angeschaut. Besser ist die sogenannte Zufallsstichprobe, auf die ihr achten könnt, wie zum Beispiel per Telefonanruf. So macht es die Forschungsgruppe Wahlen. Heute benutzen wir telefonische Befragungen, die aus im Prinzip zwei unterschiedlichen Teilen bestehen, nämlich einmal einer Zufallsstichprobe aus Nummern des Festnetzes und einer Zufallsstichprobe aus Nummern des Mobilfunknetzes. Und das Festnetz hat natürlich den großen Vorteil, dass man über die Vorwahl auch eine regionale Zuordnung vornehmen kann. Mehr zu dem Auswahlverfahren haben wir euch auch schon mal in einem Video erklärt. Das findet ihr, wenn ihr oben auf das i klickt. Es geht darin um das Politiker-Ranking des Politbarometers und wie das genau entsteht. Ob es sich um eine Zufallsstichprobe handelt, könnt ihr gut nachlesen in den Quellen der Umfrage, so wie hier beim Politbarometer. Da steht dann auch genau, wie viele Menschen teilgenommen haben und wie sie erreicht wurden. Generell sind transparente Quellen und Datensätze wirklich wichtig. Nicht nur bei Umfragen, sondern auch an anderer Stelle. Wer nichts zu verbergen hat, der legt auch alles offen. Da kann man den Alarm dann schon wieder ausdrehen oder zumindest ein bisschen entspannter sein. Ansonsten eben die vorher schon angesprochenen Punkte. Auftraggeber checken und auf Interessenkonflikte achten. Auf die Fragen schauen. Sind sie neutral? Keine Suggestivfragen. Auf mehr schauen als die Überschrift und sich nicht locken lassen. Dann direkt was teilen, nur weil man das irgendwie toll findet. Also immer ein wachsames Auge haben und natürlich, wie auch bei Verträgen, ins Kleingedruckte schauen. Auch bei Wahlumfragen.
und behaltet Folgendes im Kopf. Wenn was sehr differenziert und tröge und ausführlich beschrieben wird, ist es meistens ein Ausdruck davon, dass sich da jemand differenzierte, seriöse Gedanken gemacht hat. Was mir übrigens auch ganz wichtig ist zu sagen, ist, Umfragen müssen überhaupt nicht langweilig sein. Gebt mir da doch bitte mal recht. Wir haben ja schließlich eine ganze Videoreihe hier dazu. Mehr findet ihr auch hier neben mir. Da geht es darum, warum Umfragen bei der AfD oft daneben liegen. Und darunter noch ein Video der Kollegen, die Nutella mal kritisch unter die Lupe nehmen, sowie einen Link zu den aktuellen Politbarometer-Ergebnissen unten in der Infobox. Umfragen können unglaublich spannend sein. Man muss sie aber ganz kritisch betrachten und man sollte nicht allem sofort glauben. Mit diesem kleinen Appell, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.